Ja, liebe Piraten, mein Name ist Jens Seipenbusch. Viele von euch werden mich schon kennen. Ich kenne zumindest sehr viele hier im Raum, allerdings nicht alle. Das ist auch sehr erfreulich. Ich bin jetzt im 8. Jahr für die Piratenpartei tätig. Ich war im Gründungsvorstand 2006, bin dann bis 2011 5 Jahre kontinuierlich im Bundesvorstand der Piratenpartei gewesen, zuletzt 2 Jahre Vorsitzender in Folge. Dabei hat mich stets die politische Gestaltung der Informationsgesellschaft motiviert. Wir hatten bereits 2007 unser erstes europäisches Treffen mit europäischen Piraten in Wien, damals vor allen Dingen mit Rick Falkwinge und Christian Engström, der ja jetzt für die schwedischen Piraten im Europäischen Parlament sitzt. Zur Europawahl 2009 haben wir in diesem Kreis die Uppsala-Deklaration verabschiedet. Dort sind bereits grundlegende piratische Forderungen zu Urheberrecht, Patenten, Bürgerrechten, Überwachung und Demokratie niedergelegt. So zum Beispiel Copyright is commercial, also Urheberrecht regelt nur kommerzielle Dinge. Eine sehr weitgehende Forderung, von der wir tatsächlich inzwischen etwas Abstand genommen haben, die aber im Grunde genommen das piratische Verbreiten von Informationen in der digitalen Gesellschaft im Internet eigentlich hervorragend ausdrückt, dass nämlich Privatpersonen nicht belangt werden, wenn sie nicht kommerziell handeln. Unter anderem auch das Recht auf anonyme Kommunikation, aktueller denn je, und transparenter Staat statt gläserner Bürger, steht dort auch schon. Aus dieser Wahl 2009 sind nicht nur die beiden schwedischen europäischen Parlamentsmitglieder Christian Engström und Amelia Andersdotter, die da jetzt auch noch drin sind, hervorgegangen, sondern für die Deutsche Piratenpartei war es auch ein Meilenstein, denn wir haben zum ersten Mal bundesweit die Schwelle zur Parteienfinanzierung überschritten, im gleichen Jahr dann bei der Bundestagswahl auch, sodass wir die zurückliegenden 4 beziehungsweise dann 5 Jahre jetzt tatsächlich die Partei damit auf einen soliden finanziellen Sockel überhaupt erstmal bringen konnten. Wir sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass Parteienfinanzierung uns unabhängig macht von Konzernspenden und ähnlichen Dingen und deswegen eine gute Sache ist und lehnen Konzernspenden folgerichtig und auch Großspenden immer noch ab, was ich sehr gut finde bei den Piraten nach wie vor. Parteienfinanzierung ist bei den Menschen, die man am Stammtisch so trifft, oft etwas in Verruf. Ich möchte explizit eine Lanze dafür brechen, weil es garantiert eine politische Unabhängigkeit. Insbesondere unsere hat sie bisher garantiert. 2% bei der Bundestagswahl. Ja, ich rede nicht von 2013, sondern von 2009. Die haben wir damals nämlich bereits erreicht, mit mir als Bundesvorsitzenden der Partei. Und auch dort einen Achtungserfolg errungen. Leider haben wir nicht so viel zugelegt im letzten Jahr, dazu komme ich gleich noch, denn daraus sollten wir aus meiner Sicht insbesondere für den Europawahlkampf einige Schlussfolgerungen ziehen. Und da wir ja Piraten sind, tun wir das mit dem Kopf und verbessern uns dabei auch. Danke. Aber noch etwas kurz zu mir. Ich bin gefragt worden, dass ich mich tatsächlich doch mehr persönlich auch noch vorstellen soll, wenn ich hier oben stehe, obwohl ich das schon zahlreiche Male gemacht habe. Die beste Anlaufstelle für euch, wenn ihr elektronisch unterwegs seid, ist übrigens tatsächlich die Wiki-Seite, Wiki-Profil Jens Seipenbusch, da ist auch alles verlinkt. Ich war in den Anfangsjahren der Piratenpartei auch noch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung tätig. Die Vorratsdatenspeicherung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kampf, den wir gewinnen müssen. Denn es ist der Dammbruch in die Totalüberwachung. Im Grundsatzprogramm der Präambel, die ich damals geschrieben habe, 2006, steht der sehr wichtige Satz drin, dass wir ansonsten in eine totale und totalitäre globale Überwachungsgesellschaft einmünden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt mit Edward Snowden vor uns haben. Wir haben da jetzt schon 7 Jahre gegen gekämpft und ich denke, das ist eines der wesentlichen Dinge, die wir als Piratenpartei tun müssen und weiterhin tun müssen und wir müssen und werden dabei erfolgreich sein. Ich bin ansonsten in keiner Partei vorher gewesen und würde auch, glaube ich, in keine andere Partei rein mögen, dass ihr, danke, dass ihr und so viele Leute, die ich hier lange Jahre kenne und die mir auch ans Herz gewachsen sind, dass ihr alle in dieser Partei seid, ist für mich
tatsächlich eine große Freude, weil wir waren damals lange Zeit nur 100 oder 500 Leute in den ersten Jahren und es war eine zähe Aufbauarbeit und eigentlich ein Kompliment für alle, die damals tätig waren, nicht nur ich, sondern auch zum Beispiel Andi Popp oder unser jetziger Vorsitzender, dass so viele gute Leute in unsere Partei kommen, belegt, dass wir auch gute Arbeit getan haben. Vielen Dank dafür nochmal. Persönlich bin ich ausgebildeter Physiker, arbeite aber in der IT, denn 1993, als ich gerade fertig war mit meinem Physikstudium, kam da so ein komisches Ding auf, das war das Internet. Das hat mich verlockt, von der Physik zum Internet. Seitdem bin ich IT-Spezialist. Ich kann IT-Sicherheit, ich weiß, welche Daten woher gehen. Ich bringe also tatsächlich im Kampf gegen die digitale Überwachung auch Fachkompetenz mit. Im Sommer 2013 im Bundestagswahlkampf habe ich zahlreiche Kryptopartys in und um Münster gemacht. Wir sind auch zahllose Male übrigens demonstrieren gegangen in Münster, auch bei 30 Grad und anderswo. Und trotzdem, und das teile ich, glaube ich, mit euch allen, haben wir so ein enttäuschendes Wahlkampfergebnis gehabt. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir nicht genug getan haben. Wir alle kämpfen teilweise bis zur Erschöpfung. Ich habe selber 2011, bin ich glaube ich knapp an einem Burnout vorbeigeschraubt. Wir können nicht unendlich viel aus ehrenamtlichen Menschen herauspressen, sonst verschwinden die einfach und drehen uns den Rücken zu. Wir müssen mit ehrenamtlichem Kapital gut umgehen. Und ich bin der Meinung, wir müssen nicht more of the same machen, nicht noch mehr das Gleiche wie im Bundestagswahlkampf für den kommenden Europawahlkampf. Ich bin der Meinung, wir müssen uns etwas mehr überlegen, was der Wähler von uns überhaupt will. Und die viele Wähler sehen die Informationsgesellschaft nicht nur als etwas Positives, sondern auch als etwas Schwieriges. Zum Beispiel für ihre persönliche Situation. Sei es, dass sie bedroht sind durch Globalisierungseffekte, dass sie Probleme haben, überhaupt das im Internet zu machen und so weiter und so fort. Wir sollten also schauen, dass wir auch vermitteln, dass wir nicht nur das Internet geil finden und man deswegen wählen soll oder dass wir alles Mögliche gut wissen, besser wissen oder alle möglichen Probleme aufzählen können, die die Politik heute hat. Das können viele Menschen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir unsere Lösungen, die wir in der Partei erarbeiten, dass wir die dem Wähler klar machen und gegenüberstellen den Lösungen, die er sonst verkauft kriegt für die Probleme. Zum Beispiel, wie kann ich ohne Vorratsdatenspeicherung gut Kriminalität bekämpfen? Das will der Wähler wissen. Der will nämlich, dass Kriminalität bekämpft wird. Der will nicht nur von uns wissen, ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Sondern er will auch wissen, was können denn die Piraten dazu als Lösung anbieten, nicht nur als Meinung. Denn das ist der zweite Schritt. Wir müssen jetzt, nachdem wir eine gewachsene Partei sind, müssen wir jetzt auch Lösungen anbieten und die müssen besser sein als die des politischen Gegners, sie müssen real sein, sie müssen den Leuten auch funktionieren, wenn sie nicht so heiß sind auf Internet, Smartphone und Co. Und sie müssen dann eine Lösung bieten, die er vorzieht der Lösung, die der politische Wettbewerber macht. Und wenn wir das klar machen können, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir charismatische Menschen brauchen, die das bundesweit in der Öffentlichkeit vertreten. Wenn wir das klar machen können, und zwar nicht nur mit Filterbubble-Sprech und Ähnlichem, nicht nur uns, sondern den anderen Menschen, das ist das Problem, das wir, glaube ich, im Bundestagswahlkampf auch nicht gut geschafft haben, dann werden wir auch wieder Wähler bekommen und mehr Mitglieder und Zuspruch. Allerdings wird es jetzt ein langer Weg sein. Ich glaube nicht, dass wir mit dem nächsten Jahr schon auskommen werden. Es wird, wie auch allgemein gesagt wurde, hier schon relativ schwierig, überhaupt ins Europäische Parlament einzuziehen. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Die Aufbauarbeit, die wir geleistet haben bis 2011, ist zum Glück mit dem Einzug in 4 Landesparlamente gekrönt worden. Zahlreiche Abgeordnete sitzen hier im Publikum. Das heißt, aus meiner Sicht sollten wir schauen, dass wir 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Menschen ins Europäische Parlament schicken, die für die Piraten dort das machen, was geht. Denn die Partei sollte sicherlich zu allen ihren Themen, wo sie kompetent ist, Meinungen kundtun und auch im Wahlprogramm sich verbreitern, ja. Aber im Parlament sind Hunderte von Menschen. Das Europäische Parlament wartet nicht darauf, dass wir da sagen, wo es lang geht. Erst recht nicht, weil das Parlament ja auch starke Demokratiedefizite hat und die Kommission faktisch sagt, wo es lang geht. Halbe Minute. Ja. Deswegen werbe ich dafür, wählt mich, weil ich kann das, ich kann aufbauen, ich kann die schwierige Position, es wird ein einsamer Weg im Parlament, ich weiß, wie es funktioniert, ich war oft genug in Brüssel. Ich kann auch den einsamen Position spielen und trotzdem, trotz der großen Opposition, da was für uns erreichen in den piratischen Themen. Herzlichen Dank.